Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder mal auf dem Kanal. Und heute machen wir ein kleines Experiment, oder ich habe das Experiment eher schon gesagt vorbereitet, denn ich habe mit einer Viertligamannschaft aus der englischen Premier League, der habe ich irgendwie 500 Millionen gegeben, und mit diesen 500 Millionen hatten wir nämlich jetzt Folgendes vor. Denn wir haben uns ein Team gebaut und jetzt sind wir im Jahre 2027, 28 und sind fertig. Und ich habe auch immer Spieler, die an die 29 und 30 waren, direkt wieder verkauft und absolut hart Profit gemacht. Wirklich, ich habe mit manchen Spielern, ich habe einen Jugendspieler, der ist irgendwie 400 Millionen wert und der ist nur Rechtsverteidiger. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich ja gerade auch ein bisschen umgeschaut, weil ich einige Spieler verkaufen wollte, einige wieder, ja, kaufen wollte. Und ja, ich zeige euch mal einfach mal kurz ein bisschen, wie die Tabelle aussieht, welche Mannschaften dominieren und was unsere Mannschaft auch reichen kann. Reichen kann? Bin ich lost? So, hier seht ihr erstmal unsere Mannschaft, nämlich unsere Mannschaft, ja, das sind Jugendspieler auf der Bank, weil die wollen nicht unbedingt spielen. Im Tor haben wir 99er Donnarumma, dann diesen Howard, das ist ein Jugendspieler, dann Maidara Almeida, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Regen, der richtig heftig ist, dann diesen Sterigu, das ist irgend so ein Typ aus Dings, Davis, Bellingham, Soboslai, Petri seht ihr da auch noch, Garay, das ist der Messi Regen, den habe ich mir extra geholt, Haaland 96, und Ansu Fati nochmal mit 93, also das ist ein krankes Team. Vorher hatten wir noch Tapsoba, den von Leverkusen auf jeden Fall, falls ihr den kennt. Und der war auch nochmal 92, aber ja, und das ist unser Transferbudget. Ich werde wahrscheinlich auch noch Bellingham verkaufen, weil der sich vergleichsweise ab 91 nicht mehr so gut upgradet. Ich habe da auch schon überlegt, wen ich da nehme, aber da haben wir auch direkt die Person gefunden, nämlich Klausen. Traurigerweise war das ein Jugendspieler von mir. Den habe ich irgendwann mal ganz am Anfang verkauft und jetzt ist der eine 93. Ich habe es nicht mitbekommen, dass der so gut geworden ist. Aber auf jeden Fall habe ich mir ihn einfach wieder gekauft. Ich meine, warum auch nicht, ne? Kann man auch gut was mit anfangen. Da kann ich euch jetzt als erstes auch mal die Ligatabelle zeigen, nämlich die Ligatabelle von der Premier League, welche Mannschaften überhaupt drin sind. Was interessant ist, dass Watford drin ist auf jeden Fall, wir als Salford, ist auch richtig geil, wir spielen übrigens, ja, mit Salford, habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon bemerkt. Und dann ist halt noch Huddersfield in unserer Liga, ja, die sind glaube ich auch in Real Life gerade aufgestiegen, deswegen passt das auch. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die anderen Ligen, weil das ist eigentlich auch ganz witzig. So, die erste Liga, die ich euch zeigen kann, oder großartig, zu der ich auch was sagen möchte, ist die EFL Championship. Da seht ihr nichts Besonderes. Wolves ist abgestiegen, Hull City, Cardiff City, alle sind da. Und League All ist einfach PSG normal auf Platz 1. Ja, und hier sehen wir erstmal die italienische. Ja, hat sich auch nicht unbedingt viel verändert. In der spanischen ist auch nicht unbedingt viel los. Da ist jetzt keine besondere Mannschaft auf irgendeinem Platz. Dann kommen wir aber zur dritten Liga. Da wird schon interessant, weil es uns fällt auf, erstmal eine Mannschaft fehlt hier in dieser Liga. Der Rest ist eigentlich ganz normal. Also auch die Mannschaften, die aus der zweiten abgestiegen sind. So, hier haben wir halt, ja, auch ganz normale Mannschaften, nichts Besonderes. Aber in der ersten Liga, wen haben wir denn da? Auf dem letzten Platz, man wird es echt nicht glauben, nämlich Bayern 2. Die sind von der dritten Liga bis in die erste Liga gekommen. Finde ich schon richtig heftig. Und wir werden jetzt, glaube ich, erstmal bis zur Hälfte der Saison simulieren. Oder haben wir schon getan, sogar bis zum Ende der Saison. Und ich zeige euch mal, was wir alles geschafft haben. Nämlich, wir sind ins Champions-League-Finale mit meiner Mannschaft gekommen. Das ist richtig heftig auf jeden Fall. Wir haben Rom geschlagen, wir haben Atletico 6-0 insgesamt geschlagen. Dann nochmal gegen Real Sociedad, die übrigens richtig gut sind, weil die sehr viele Jugendspieler haben, die eine gute Entwicklungsstufe haben. Ja, da können wir nochmal kurz anschauen, UEFA-Pokal, den haben wir leider verloren gegen Tottenham. Dann den Carabao Cup haben wir gewonnen gegen Chelsea. 2-0, was ich eigentlich auch ganz gut finde. In Emirates FA Cup haben wir auch 1-0 gewonnen. Und in der Premier League wurden wir mit fast 14 Punkten Abstand Erster. Das ist auf jeden Fall heftig. Wir schauen kurz einfach ins Finale rein. Ich habe gestartet. Ich habe übrigens kein Spiel gespielt in dieser Karriere. Nur mal zum Ende, in den letzten 90 Minuten, um zu schauen, wie die den Pokal hochhalten. Das werden wir jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht machen. Es steht gerade nämlich 6-7. Ach du Scheiße. 76. Minute. 2-1. Kann man schaffen. Wir haben schon mal in der... Ja! Wir haben schon mal in der 80. Minute durch Ansu Fati auch damals ein Tor gemacht. Und das andere Tor war auch kurz darauf.
Mal sehen, ob das wieder passiert. Das war auch gegen Barcelona. Das war sogar der erste Champions League-Titel und der erste Triple für uns. Wir haben nämlich, glaube ich, ein Triple geholt, 4 Champions League-Titel. Auf jeden Fall richtig heftig, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und es sieht aber nicht so aus, als würden wir noch ein Tor machen. LOL! Wir haben echt noch ein Tor gemacht durch Anzufahrte wieder! Gegen seinen alten Verein und da gucken wir direkt mal rein. Komm bitte. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Quartett geschafft oder Quadruppel, keine Ahnung wie die Scheiße heißt. 4 Pokale in einer Saison, sogar eigentlich 5, weil wir noch einen Superpokal gewonnen haben und den Nations Cup. Also hier seht ihr es, es ist einfach nur krank, wie heftig geil es, oder wie heftig geil man sein kann, wenn man 500 Millionen hat. Mal schnell in der vierten Liga, ja, mal schnell hier Donnarumma geholt, erste Saison Haaland und Ansu Fati und dann ging es ab. Dann ging es richtig. Ja, auf jeden Fall ist Salford City Platz 1 geworden, natürlich in der Premier League, habe ich euch eben schon gezeigt. Watford auf Platz 7, ganz unerwartet, natürlich der Verein, wo ich meine Karriere gemacht habe. Ja, dritte Liga ist nichts Besonderes, höchstens, dass Rostock auf einen so niedrigen Platz ist, dafür, dass sie jetzt aufgestiegen sind, dieses Jahr, eben, egal, das ist im Jahr 2028 oder so, also, ja, hier, ja, ja, normale Aufsteiger, oh, Leipzig sogar auf 1, dahinter Bayern, Dortmund, Schalke, ah, Schalke, Leverkusen nur so weit hinten, wundert mich, die haben eigentlich immer gute Spieler gehabt und viel Geld, und Bayern natürlich abgestiegen, Bayern 2 hatte natürlich auch gar keine Chance in der ersten Liga, was wollen die da suchen? Ja, PSG war klar, Monaco, Nizza ist auch ganz gut, dass sie so weit, und Olympique Lyon muss auch so hoch sein. Ja, Juventus, ja, das ist normal, die Liga hat nicht irgendwas verändert, das sind alle normal weiter auf guten Plätzen gewesen. Und Liga Santander, das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sogar Real Sociedad auf Platz 1 ist, sind sie aber nicht, nur auf Platz 4. Und Leute, das war's mit dem Video, mit dem kleinen Experiment, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich hatte Langeweile und musste halt irgendwie die Zeit überbrücken. Und ja, ihr seht, im Hintergrund sind irgendwie 20 Millionen Sachen. Ich werde meinen Hintergrund noch vielleicht irgendwann mal verändern. Vielleicht kann ich mir auch irgendwas holen, was ich dann auch mal hier hinsetzen kann für Streams, für Aufnahmen. Und ja, auf jeden Fall, Leute, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Im Hintergrund seht ihr noch ein bisschen, wie ich mit meinen Spielern da rumhantiere und ein paar Statistiken zeige. Aber das soll nicht das Wichtigste sein. Es soll wichtig sein, dass es euch gut geht und mir einfach ein Abo gönnt. Oder ein Like. Oder einfach alles zusammen.